Ganz große Gefühle gab's gestern auch bei Let's Dance. Ernst, sinnlich, hochkonzentriert. Der Tango von Ilse de Lange war alles andere als die gute Laune Ilse, die wir bislang kannten. Wer ist denn diese ernst reinblickende Frau und was hat sie mit unserer fröhlichen Ilse gemacht? Dieses Kleid, dieser Tanz, diese Ausstrahlung. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ja, da ist eine kleine Tür offen gegangen und ich gehe nicht mehr rein, wieder rein, zurück rein. So, das ist das, die Biest ist aus. Kein Weg zurück. Ilse hat auf ihrer persönlichen Reise einen riesigen, wichtigen Schritt nach vorn gemacht. Und die Jury ist völlig von den Socken. Nur damit es nicht verpasst, ne? Mozzi steht. Also, Ilse, also jetzt hast du mich... Weißt du, wenn man diese Energie spürt, das kommt ganz, ganz tief in meinen Magen, wenn diese ganze Emotion hochkommen und das Explosion. Es überrascht vor allem eine, Ilse selbst. Denn dass sie mal so auf der Bühne stehen würde, das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist total verrückt, ja, dass ich jetzt so hier sitze, das hatte ich niemals erwartet. Aber ich finde es auch schön, weil es ist für mich echt etwas, was sehr ungewohnt ist, wenn ich meiner Mama dann ein Foto schicke, guck mal, was für ein Kleid ich jetzt anhabe, dann glaubt sie es gar nicht. Ilse, das bist du, ne? Aber das ist doch auch in mir drin. Um ein bisschen besser zu verstehen, was alles in der sympathischen Niederländerin drin ist, besuchen wir sie zu Hause. Denn ein großer Teil von Ilse ist der Familienmensch, mit Mama und den Brüdern an einem Tisch. Mit ihrem Partner, dem Drummer ihrer Band, ist Ilse seit 20 Jahren zusammen. Zu Hause sein und zu Hause, auch dich richtig zu Hause fühlen, wo du hinkommst. Ich denke, das ist das Wichtigste auf der Welt, ne? Ilse de Lange wächst behütet auf. Ihre Familie schon immer ihre größten Fans. Und auch gestern gab es wieder begeisterte Nachrichten von Mama Carla. Ja, natürlich. So in die Werbung geht das, hä? Mit, oh mein Gott, ich musste weinen, es war so schön. Ja, echt richtig toll. Super, super süß. Als die Reise von Ilse de Lange beginnt, rechnet niemand damit, dass sie mal diese Richtung nehmen würde. Denn ihre ersten Schritte auf der Bühne waren eher ungewöhnlich. Es war sehr altmodisch, es war gar nicht hip. Ich sah aus wie so ein kleiner Mini-Dolly Parton eigentlich. Ich habe zwei ältere Brüder, ne? Und meine Mutter war so froh. Endlich hatte sie eine Tochter als drittes Kind, da hat sie so gehofft. Und dann war ich auch noch ein halber Junge, so in wie ich dann war und wie ich mich gekleidet habe. Ich war immer auf die Straße Fußball spielen und so. Ich war gar nicht so Mädchen. Anders sein, das war schon als kleines Country-Mädchen mit Dauerwelle Ilses Geheimwaffe. Warum sie genau deshalb bei einem riesigen Konzert vor zehntausenden Fans in Tränen ausbricht und wie sie ihren Tanzpartner Jewgeni jetzt völlig aus der Fassung bringt, das sehen sie gleich. Es war eine lange, unglaubliche Reise von dem kleinen Mädchen, das in Holland zu dieser Zeit völlig unpopuläre Country-Musik performte, bis zu der Ilse, die gestern mit ihrem sinnlichen Tango alle überrascht hat. Ich habe es geliebt. Danke dir. Ich muss kurz sagen, also ja? Die Frau ist wirklich wahnsinnig. Ich würde euch gerne einen Teil von ihr zeigen. Das ist Wahnsinn. Ilse überrascht nicht zum ersten Mal. Denn von wegen kleines Country-Mädchen. Ilse macht richtig Karriere. Sie bekommt einen Plattenvertrag, produziert in Nashville, dem Ort weltweit für Country-Musik. Und das als Holländerin. Und es war ungewohnt und das bin ich noch immer dabei. Das ist in meiner Karriere eigentlich ein sehr wichtiger Indikator gewesen. Anders sein als anderen ist etwas, was gut ist. Und dann wagt sie das, von dem niemand geglaubt hätte, dass es funktionieren kann. Mit einem ruhigen, zweistimmigen, gitarrenbegleiteten Song tritt sie mit ihrer Band The Common Linnets 2014 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen an. Mit einer Musik, die so ungewöhnlich für den Wettbewerb ist, dass ihr niemand gute Chancen einräumt. Doch dann passiert es. Hinter Conchita Wurst aus Österreich belegen The Common Linnets völlig überraschend den zweiten Platz. ESC ist auch wieder eigentlich eine schöne Geschichte, weil das fällt auch in diese
ja, in diese Linie von anders sein. Anders sein und genau deshalb ganz Großes erreichen. Ilse ist sich immer treu geblieben und das hat sich ausgezahlt. Und als sie bei einem Konzert im Stadion von Enschede vor zehntausenden Fans genau das realisiert, da kann sie die Emotionen nicht mehr zurückhalten. Jewgeni Vinokurov hat Ilses positive Andersartigkeit erkannt. Und genau deshalb haben die beiden Tanzpartner eine ganz besondere Verbindung. Wir sind echt Freunde geworden. Und ich habe mich gedacht, was kann ich ihm geben, um das mal so gut zu zeigen? Und hatte gesagt, ich denke doch, dass ich noch mal wieder Piano lernen will. Weil früher habe ich das schon mal gemacht und dachte ich, jetzt weiß ich, was ich denn dir kaufen muss. Na? Dankeschön. Und ich hoffe, das bringt dir so viel Spaß. Wer mit Ilse so auf einer Wellenlänge ist, der wird herzenswarm in ihr Leben integriert. Und deshalb ist Jewgeni auch der Hauptdarsteller in Ilses aktuellem Musikvideo. Und das ist natürlich eine riesige Ehre, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben. Und ja. Also wir verstehen uns echt. Wir verstehen uns gut, kann okay. man sagen. Ja, ja okay. Ja? Ja, okay. Ja. Der Tango von gestern Abend war ein wichtiger Schritt auf Ilses Reise. Und mit Jewgeni hat sie einen neuen Reisebegleiter hinzugewonnen.